Gelesen aus 365 mal er von Wilhelm Busch. 8. Mai. Diesen Jesus hat Gott auferweckt. Des sind wir alle Zeugen. Apostelgeschichte 2, Vers 32. Wenn wir mit Menschen in ein Gespräch über das Christentum kommen, hören wir zuerst lauter Klagen über Pfarrer oder über Christen. Die immer in die Kirche rennen, sind die Allerschlimmsten. Dabei wird es manchen wohl so gehen wie dem Kaufmann Johannes Dietrichs, der im vorigen Jahrhundert in Wuppertal lebte und Großes im Reiche Gottes ausgerichtet hat. Wenn er in einer Gesellschaft war, zeigte er sich als munterer Unterhalter. Wenn aber das Gespräch auf die Fehler anderer Leute kam, wurde er still. Als er einst gefragt wurde, warum er nichts sage, antwortete er: Mir geht es wie einem Kaufmann, der Bankrott gemacht hat. So ein armer Mann kann an jeder Unterhaltung teilnehmen. Kommt aber das Gespräch auf Bankrott, so sagt er kein Wort mehr. Die Fehler, die ihr an jenen Leuten findet, habe ich alle bei mir gefunden und das macht mich kleinlaut. Das Wissen um die Sünde der Christen ist sehr niederdrückend. Und darum ist es beachtenswert, dass die Bibel in ihrer erstaunlichen Wahrhaftigkeit von dem Versagen sogar der Jünger Jesu berichtet. Ihr Verhalten während des Leidens Jesu war schmächtig. Daran dachte Petrus sicher, als er vor einer großen Menge die Auferstehung Jesu rühmte. Da machte er klar: Die Kirche lebt nicht von der Herrlichkeit der Apostel, Prediger, Bischöfe und Zeugen. Sie lebt von der Herrlichkeit Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und sie geht auch nicht kaputt an der Jämmerlichkeit der Christen. Sie hat einen herrlichen, wunderbaren Herrn. Und weil er lebt, lebt die Gemeinde Jesu Christi. Herr, wir wollen nicht auf Menschen sehen und hoffen, sondern auf dich. Amen. Ich kann dir deinen Weg zum ewigen Leben gerne zeigen. Aber klingeln musst du schon selbst. Jesus wartet auf dich. Sprich mit ihm im Gebet und lade Jesus in dein Leben ein. Du wirst sehen, er wird dir antworten. Herzlichen Dank für dein Abo, deinen Daumen hoch und deinen Kommentar. Teile gerne meine Videos, somit erfahren mehr Menschen von Gott. Weitere Informationen findest du in der Infobox unterhalb vom Video. Jesus Christus segne dich.